Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapenta aka Auli. Und zwar zum Video 64. Wie immer ein Wochenupdate, Freitag 18 Uhr hochgeladen, zum Bau einer N-Modellbahnanlage von Anfang an. Ja, nachdem wir letzte Woche die Bogenweiche ausgebaut hatten, wo ich so ein bisschen gejammert habe über das Teil, wollte ich dem Ganzen heute mal noch eine zweite Chance geben. Jetzt sehen Sie so ein bisschen auf diesem unklaren Bild hier im Hintergrund, was da heute alles passiert ist, was ich ausprobiert habe, was ich alles Schönes mache, das möchte ich natürlich zeigen. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Heute geht es ja um den Bereich, den wir sehen, der rote Bereich. Das ist ja hier auf meiner Karte von meiner Anlage, Streckenplan, hier so ganz links im Westen irgendwo gelegen, wenn man das mal Norden, Süden, Westen gucken möchte. Übrigens, der grüne Bereich ist die obere Ebene, der gelbe Bereich ist die mittlere Ebene, der blaue Bereich ist die Wendel, der rote Bereich, der hier nicht zu sehen war, das ist die untere Ebene, die gibt es ja noch nicht, lediglich über so eine Art Kurzschlussstrecke, das kennt ihr, die meine Videos kennen, die ist ja nur dafür da, dass man die Anlage schon verwenden kann, dass man auch fahren kann vernünftig damit, da kommen aber natürlich wesentlich mehr Inhalte noch ran, da kommen ja so eine Einlegemodule rein, das habe ich alles schon vorbereitet, das ist auch schon alles da. Das ist aber, ich möchte erstmal den einen Bereich hier fertigstellen. Dann geht es wahrscheinlich sogar schon an diese Einlegemodule ran. Aber wir gucken mal, wie es uns so weiter treibt hier. Es ist ja wie immer ein Wochenupdate, ihr habt es ja vorhin gehört oder ihr wisst es ja auch. Und ich hinke ein bisschen hinterher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin einen Zacken weiter, als wir hier sehen. Das liegt aber einfach daran, dass ich ziemlich viel gemacht habe in letzter Zeit. Wobei ich jetzt gerade mal wieder in dieser letzten Woche weniger machen konnte. Was heißt, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe halt mehr gemacht als sonst, aber unsichtbare Sachen. Das heißt, ich habe mich ein bisschen um die Kabellage unten drunter gekümmert. Ich musste viel Lötarbeiten unter der Anlage machen und das brauche ich euch ja auch nicht mal alles zeigen. Das heißt, wenn es jemand interessieren sollte, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann kann ich auch da mal ein paar Videos machen zu, was ich so unter der Anlage mache. Unter der Anlage geht bei mir gar nicht, aber so im Untergrund meiner Anlage mache. Und ein paar Aufnahmen kommen natürlich auch davon. Das ist überhaupt kein Ding, das mache ich sowieso rein. Ja, was mache ich hier gerade? Ich baue ein Tunnelportal. Und zwar die Straße, die ja von, ja, ich sag mal, von meiner Fabrik aus zum Anlagenrand geht, damit die Straße nicht nur blind am Berg endet oder vorm Berg endet, sondern dass die irgendwo ein bisschen Sinn ergibt. Also nicht nur Blödsinn, sondern auch richtigen Sinn. Und deswegen kommt ein Tunnelportal drunter. Das Auto, wie gesagt, das beleuchtet alles von unten und man kann da doch an der Stelle, wenn man denn das wollte, da drunter gucken. Wird wahrscheinlich nie einer machen, ich weiß es nicht, ist mir aber auch relativ egal. Ich mache es wie immer, wenn ich weiß, es ist da, freue ich mich. Wenn ich da immer im Kopf behalte, da fehlt irgendwas, da endet was blind irgendwo, das ergibt keinen Sinn, weil die Fahrzeuge könnten da nie hinfahren. Da kommen wir übrigens noch mal auch drauf im nächsten Video. Im nächsten Video geht es nämlich endlich mal um den Zeppelin-Landeplatz und die Fertigstellung. Heute das Video habe ich nämlich nur noch mal reingeschoben, weil ich die Geschichte mit der Bogenweiche noch zu Ende erzählen wollte. Was ich da gemacht habe, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Deswegen gibt es dieses Video nochmal, weil eigentlich das Material, was wir jetzt sehen, danach kommen sollte. Aber ich wollte, wenn ich einmal beim Thema bin, wollte ich es dann auch gleich weiterverfolgen. Deswegen dieses Video heute noch, worum es auch schon um den Weiterbau geht. Ich könnte jetzt das Modul mit dem Zeppelin-Landeplatz oben reinbauen, das wäre alles fertig an der Stelle. Ich habe es ja im letzten Video sogar schon so ausgewürfelt, aus Mosaik drüber gelegt, dass man es nicht so sieht. Und habe es jetzt runtergenommen, aber okay, da kommen wir nochmal separat. Da oben rechts liegt meine Bogenweiche, das ist der Corpus Delicti. Ja, das Ärgernis halt, ne? Aber ganz kurz nochmal zum Tunnelportal. Ich habe das ausgedruckt auf 200 Gramm Papier und habe dann dieses bedruckt mit einem Mauerwerk.
und ausgedruckt halt. Ne? Und jetzt kommen hier lediglich so wie eine Art Balken sollen. Das wären so ein Eisstielchen hier. Da hatte ich mir mal so eine 1000er Packung, glaube ich, gekauft. Und schneid hier so kleine Balken raus. Die Farbe, das nennt sich, glaube ich, Old Wood, also altes Holz. Und fand ich recht passend irgendwo. Und damit baue ich so eine Art Rahmen dann so um das Tunnelportalchen drumherum. Der Innenbereich von dem Tunnelportal, der wird einfach schwarz gemacht. Da wird kein Theater drum gemacht, der wird schwarz gemacht und dann ist das alles tiefenentspannt zu schön. Wie gesagt, es sieht sowieso kein Mensch. Es sei denn, wie gesagt, das Fahrzeug leuchtet unter die Brücken drunter. Jetzt sehen wir es nämlich ganz schön. Das blaue Auto, das sitzt ja viel weiter vorne, da wo das Kabel eigentlich aus der Straße rauskommt. Und wenn das an ist, leuchtet das genau da hinten hin. Und da möchte ich natürlich, dass dann eine Logik ist, dass da hinten irgendwas ist, was man sich angucken kann, wenn man denn möchte. Und hier sehen wir schon, wie es eingebaut ist. Hier sind auch die Brücken schon drauf. Und jetzt weiß man, was ich meine, wenn ich sage, man sieht es nicht. Man sieht nicht mal die Betonpoller da unten drunter so richtig. Da ganz hinten, hinter dem Becher, der gerade meine Brücke beschwert, da sieht man es, wenn man von oben guckt. Das würde übrigens nicht gehen, außer man steht auf einer Leiter. Hier unten sehen wir es nochmal, wenn man sich runterbücken würde, würde man dann da hinten ein Tunnelportal sehen. Das reicht mir völlig aus, muss ich ehrlich sagen. So weiß ich, die Straße, die führt irgendwo hin, die ist nicht ganz ins Blinde rein oder ganz sinnlos am Berg aufgehört, sondern die führt irgendwo hin. Das heißt, die Autos und LKWs, die dahin wollten, die könnten da hinten durchfahren. Ich rede so schön im Genitiv heute. Ja, ich möchte euch nicht quälen mit schon wieder Lötsachen. Nein, heute geht es um ein Flexgleis. Hier wird kein Mikrolitze, also sprich Kupferdraht, verlötet. Das wird nur einfach jetzt mal ein Stromanschluss unter das Flexgleis, weil das kommt so ziemlich in die Mitte von dem Flexgleis rein. Nämlich da, wo ich jetzt gleich eine Kurve biegen werde, ist das so ziemlich in der Mitte drunter, wo es am wenigsten stört, weil das bewegt sich ja dann. Und jetzt kommen hier erstmal noch die Enden drauf, das heißt für die Flexgleis, für die, die es noch nicht wissen, weil sie vielleicht Einsteiger sind oder erstmal in das Modellbahn-Hobby rein wollen, an die Flexgleise müssen immer so Endstücke drauf, dass man dann später auch die Schienenverbinder draufstecken kann. Das würde das gar nicht gehen, weil die sind ja eben flexibel, man kann sie ja abschneiden und dann kann man nicht von Haus aus sowas schon dran haben, deswegen kann man ja irgendwo abschneiden, die draufstecken und dann wird das sonst gar nicht funktionieren. Ich feile jetzt natürlich meine Gleise an. Ich zeige es jetzt hier mal drin, wie ich die anfeile. Ich feile einmal von schräg oben nach runter und von innen nach außen in den Innenbereichen. Das heißt so, dass Züge, wenn die fahren, nicht die Chance haben zu entgleisen, weil irgendwo ein Grat steht, weil irgendwo was springt oder hoppelt. Dadurch laufen die ganz, ganz sauber. Gerade wenn ich nachher ohne Lötungen, das heißt alle Gleise, die im Vordergrund bei mir reinkommen, die werden nicht verlötet. Ich zeige euch ja immer, dass ich Gleise verlöte an den Seiten. Das ist nur im hinteren Bereich. Das mache ich nicht vorne. Vorne möchte ich das nicht sehen. Man sieht ja auch bei den Gleisen an der Seite, da hat die kleine Wulst von dem Lötzinn. Und das ist mir schon zu viel. Das möchte ich nicht. Und deswegen nur im hinteren Bereich, wo es nicht wirklich auffällt. Im vorderen Bereich wird es nicht gemacht. Da bekommt jedes Gleis, ich baue ja fast nur aus Flexgleisen übrigens. Ich habe da die zwei verschiedenen Grade. Einmal das hochflexible, das ist gerade jetzt hier. Und dann das weniger flexible. Das ist dann für die geraden Strecken. Ist schön lang, ist glaube ich 76 cm lang. Funktioniert prächtig. Und kann nicht wirklich frei arbeiten. Deswegen hatte ich nie einen Gleisplan. Ja, weil das keinen Sinn machte, weil ich nur mit Flexgleisen arbeite. Was soll ich mir an Gleisbad anlegen? Den habe ich natürlich jetzt gemacht, den blende ich am Anfang immer ein. Aber im Grunde genommen brauchte ich das nicht, weil die Anlage ist im Kopf entstanden. Die ist beim Bauen entstanden, da gab es keinen wirklichen Plan vorher. Jetzt bin ich übrigens doch zufrieden damit, dass ich einen gemacht habe, weil man kann doch mal schauen, man kann den ausdrucken und kann hinschreiben, wo man zum Beispiel bestimmte Rittkontakte angeschlossen hat und sowas alles. Da komme ich aber mal später, da habe ich nämlich ziemlich viel, was ich da noch zu erzählen könnte. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, deswegen komme ich da mal noch zu. Hier sieht man übrigens wieder schön, wie schräg ich so das immer feile. Auch weil mit ich diese kleinen Verbinderschuhe da drauf kriege. Ne? Wenn die einen Grat unten haben, da machst du nicht doof, die kriegst du nicht drüber. Auch selbst die hier schon sieht man, dass ich da ein bisschen rumfummeln muss, selbst nach dem Feilen schon. Und ja, das davor war eben R1-Radius, arbeite ich ohne Schablone, da kommt keine Schablone zum Einsatz bei mir. Ich lege mir einfach drei R1-Gleise zusammen,
damit ich einfach den Radius nicht unterschreite. Das heißt, wenn ich das Flexgleis biege, da könnte man leicht in einen Radius verfallen, der zu klein wird. Und ich fahre ja sehr viel, fast ausschließlich R1 Radien auf meiner Anlage. Ganz wenig, wo ich größere Radien habe. Selbst meine Wendel hatten R1. Und funktioniert gut. Ich habe keine Probleme. Viele jammern und sagen R1, ah, viel zu eng. Nö, finde ich überhaupt nicht. Läuft wirklich problemlos. Aber ich möchte nicht unterschreiten. Also ich möchte wirklich beim R1 dann bleiben. Und wenn ich auch ein Flexgleis biege und sage, ach, das passt ja alles wunderschön, verklebe meine Gleise und stelle fest, ich hätte ein R, weiß nicht, 0 gibt es ja nicht, aber irgendwas, wie auch immer, was dann viel zu eng ist, wo dann alle Züge entgleisen, weil einfach der Radius zu eng geworden ist. Hier sehen wir jetzt die verklebten Brücken schon. Und da kommt das an die hintere Brücke dran. Das wird nämlich das Außengleis. Da werden später, was heißt später, ich fahre ja ab und zu schon mal, die Personenwagen langgezottelt werden. Also das letztere Gleis da hinten wird mehr so für den Personenbetrieb sein. Das vordere Gleis hier wird mehr für den Güterbetrieb sein. Das werden wir nachher noch sehen. Jetzt fixiere ich es da hinten mit so kleinen Pinnnadeln. Da wird übrigens nochmal verlötet. Es ist ja sehr weit hinten, war aber dann auch die letzte Lötstelle. Außer die im Vordergrund nachher, die Bogenweiche, die jetzt noch nicht zu sehen ist, die wird auch nochmal hinter der Brücke verlötet. Aber da wollte ich wirklich sicher sein, weil die Bogenbrücke, die ärgert einen ja dermaßen. Da möchte ich eben, dass das wirklich alles festsitzt und damit es dann auch funktioniert, wenn es denn funktioniert. Ja, hier sehen wir es jetzt. Ich habe das mit diesen Messingklemmen gemacht. Ich glaube, von Vormann sind die, wo ich das dann immer so schön fixieren kann. Das macht sich sehr, sehr gut. Ich habe die auch nochmal alle aus Plastik da. Wenn ich das nachher dann oben verlötet hatte, dann tausche ich die aus gegen Plastikklemmen. Dann kann ich Probe fahren. Gerade jetzt hier die letzten mache ich dann eben mit Plastik und dann kommen die Messing runter, dann kann ich meinen Strom... Hier sehen wir es. Alles aus Plastik jetzt, ne? Damit ich eben wirklich probieren kann dann, ob das auch fährt, ob die Übergänge funktionieren. Oder generelle Testfahrten, wie wir es gleich sehen werden. Da kann ich keine Messing Sachen da drauf lassen, das wird nicht funktionieren. Hier sehen wir nämlich jetzt den Teil 5 Testfahrten, sehen wir ja gerade. Und zwar teste ich jetzt die eingebaute Bogenweiche. Den Einbau zeige ich euch nicht, das habe ich euch schon alles zigmal gezeigt. Und meine V200 ist meine erklärte Lieblingslok. Ich glaube, das geht vielen so, die eine haben oder mehrere haben oder wie auch immer. Die V200 läuft. Keine Ahnung warum. Also bei mir ist es zumindest so. Ich habe ja auch noch andere Loks da, auch da mit Trägestellen und wie auch immer. Ich mag eigentlich sehr die Trägestell-Loks, muss ich dazu sagen. Deswegen auch die BA212 als kleine Lok mit zwei Trägestellen. Ihr seht, die Bogenweiche funktioniert. Die ist schön sauber eingebaut. Die ist zwar frei verlegt, hier ist noch nichts verklebt. Wir sehen ja unten links den gelben Pin. Das Gleis ist nur angepinnt worden. Und ja, es funktioniert. Die V200 fährt dermaßen sauber hier drüber, dass ich mich richtig freue. Ja, jetzt sehen wir die BA212 und jetzt kommt der klägliche Versuch von mir, die BA212 in einer Kurve aufzugleisen. Ja, da fehlen mir selber gerade die Worte. Wie kam ich auf die Idee? Das geht, klar geht das. Aber nicht, wenn du einen Arm bis sonst wohin ausangeln musst und ja hinten irgendwo arbeitest. Ja, Schwachsinn. Entschuldige bitte, aber das macht man nicht. Jetzt natürlich selbst auf der geraden Strecke, ihr seht's, ne, da hat man schon sein Tun da oben auf der Brücke, das hinzukriegen. Die Bogenweiche hat natürlich keinen Antrieb dran. Der Originalantrieb, den habe ich abgebaut. Den brauche ich nicht mehr. Weil hier ab dieser Stelle, ihr wisst ja, meine gesamte Anlage hat Unterflurantriebe. Bei mir sieht man keine Weichenantriebe oben drauf. Außer das vom Video 63. Da musste ich ihn oben hinsetzen, weil mir das Risiko oder beziehungsweise der Bauaufwand, der war so hoch, da hätte ich hinten alles wieder abreißen müssen, weil ich hätte gar nicht mehr drunter gekonnt, um das alles zu verlegen. Weil die Einbau der, ich komme gleich drauf. Der Unterflurantriebe, da komme ich in einem der nächsten Videos mal noch drauf zu sprechen. Das werde ich euch zeigen, wie ich das hier vorne auch gemacht habe, was ich da, wo ich es hingelegt habe und wie ich es mache. Aber jetzt mal kurz hierzu. Die V200 lief ja so richtig schön sauber, ne? Die BA212, ihr seht, die kann sich nicht entscheiden zwischen Außen- und Innenradius. Das kann einen zum Verzweifeln bringen. Ich hatte eben mit der Hand den Weichenantrieb oben festgehalten, also die kleinen Plastiknippel da. Weil ich dachte, vielleicht liegt die Weichenzunge hinten nicht richtig an. Liegt der Licht richtig an.
die Weiche, die kann einen einfach zum Wahnsinn treiben. Die kann einen die Haare grau machen. Da dachte ich mir, okay, Drehgestelllok, will halt nicht. Probier's mal mit der BA94. Die hat einfach nur ihre 5 Achsen. Die hat auch keinen Vorläufer dran. Ich mag übrigens keine Loks mit Vorläufer, weil die ärgern einen nur. Aber egal. Und denke, probier's jetzt mal mit der aus, weil die Lok läuft ja sehr sauber, sehr gut. Und siehe da, die läuft um die Ecke, kein Problem. Gut, hier hat sie ein bisschen, die Stromanschlüsse sind hier vorne noch nicht verlötet, da war jetzt ein Kontaktproblem drin. Ja, dachte ich mir, okay, wenn die 94er läuft, sauber, ja, was macht sie? Sie entgleist. Das war ein Glückstreffer eben ganz am Anfang. Und jetzt bin ich natürlich am Verzweifeln, bin ich ganz ehrlich, weil die V200 vom Anfang, die soll ja gar nicht langfahren. Das hier oben ist ein Gleisabschnitt, wo nur kleine Loks fahren sollen. Ja, also hier die Dampfloks, die BA212 und diese Größenordnung soll hier oben fahren. Jetzt soll noch nicht mal eine Dampflok mit Tender hin. Hier soll also wirklich nur so eine Dampflok fahren. Ne? Und ja, und gerade die kleinen Loks machen Probleme. Was habe ich getan? Ihr seht, hier unten wird es gerade grün, die Schrift, oder blau-grün. Ich habe hier eine Schraube in der Zange, die ist aus der Computerecke. Manche werden es ja wissen, ich habe eine Computerfirma und das sind Schrauben, wo die Blenden von den Gehäusen von innen verschraubt werden. Die haben so eine Unterlegscheibe gleich drunter. Und damit konnte ich so ein bisschen Abstand zu dem Gleis halten und dann die Schwelle ein bisschen runterdrücken. Ihr seht's. Und damit kann ich übrigens die Höhe einstellen. Damit kann ich, wenn ich die Schraube weiter reindrehe, konnte ich die Weiche weiter runterziehen und wenn ich sie weiter rausmache, konnte ich sie wieder ein bisschen lösen nach oben. Und das ganze Problem, was jetzt hier existierte, war lediglich, dass die Weiche auf der Innenseite einen halben bis einen Millimeter tiefer musste. Die hat nicht funktioniert, wenn die wirklich gerade lag. Die lag richtig gerade. Als ich sie nach innen gezwungen hatte, hat es funktioniert jetzt. Da dachte ich, okay, mit der BA94, die hat natürlich ihre 5 Stammachsen drin. Probier es dann mit der BA212 wieder, habe die aufgesetzt. Und ihr werdet gleich sehen, auch das funktioniert. Das war alles. Die Weiche musste nur in der Mitte etwas nach unten gedrückt werden und schon funktioniert's. Lassen wir sie mal fahren. Und sauber, okay, der Außenradius hat ja vorher schon funktioniert, der Innenradius funktioniert, könnt ihr mir glauben, ja, ich glaube jetzt noch schnell machen. Funktioniert genauso gut. Ich schalte um, lasse die Lok fahren. Jetzt haben sie sich mit der Magnetkupplung hinten verbunden, da muss ich sie mal auseinanderdrücken noch. Und wir werden sehen, der Innenradius funktioniert und das funktioniert auch ein paar Mal nacheinander noch. Es läuft. Sehr schön. Wie gesagt, das Video habe ich euch nur mal eingespielt heute, dass ihr seht, was mit der Bogenweiche passiert ist. Als nächstes, im nächsten Video kommt dann hundertprozentig die Fertigstellung des Zeppelin-Landeplatzes. Der ist ja schon lange fertig. Dann setze ich ihn rein, dann komme ich auf den Bau zu sprechen. Und dann bis nächste Woche, Freitag 18 Uhr. Macht's schön gut, euer Aquapinter aka Uli. Tschüss.